Eins, zwei, drei. Hallo liebe Tabletop-Freunde. Ja, herzlich willkommen nicht zu einem Spielbericht, auch nicht zu einer Laberrunde und auch nicht im Bunker, sondern wir sind heute hier, was heißt wir, ich bin heute hier beim Deli zu Hause, mag daran liegen, dass ich hier wohne, aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kleines Video zu diesem Stuff, den ihr hier seht. Und ja, das ist nicht einfach irgendwas. Und das ist jetzt auch nicht hier irgendein Werbevideo oder so. Klar ist es irgendwo ein Werbevideo. Aber die Sache ist, wir haben so oft schon, ich meine, ihr kennt Bedraps von uns, ihr kennt Bedraps aus dem Bunker. Wir haben so viel Feedback schon bekommen mit Leuten, die sagen, boah, Bunker geil, wäre ich auch mal gerne, würde ich mal gerne rumkommen und mal zocken. Und eure Spieltische, die sehen ganz cool aus und so. Vielen Dank natürlich dafür, wir bedanken uns ja auch mal in den Videos und so. Aber jetzt habt ihr hier quasi eine Möglichkeit, euch ein bisschen, ich sag mal, Bunker nach Hause zu holen. Denn, wie einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, haben der Oberstpfeife und ich, oder halt der Phil und ich, wir haben ja in den letzten Monaten ja nicht so viel wirklich gezockt und gemacht und an Videos online gestellt. Das hing damit zusammen, dass wir zum einen ein neues Spiel angetestet haben, also halt Season of the Test, und zum anderen auch hängt das damit zusammen, dass wir einfach voll auf den Trip gekommen sind, unser eigenes Gelände zu machen und zu entwickeln und zu bauen. Ich meine, ihr kennt das schon, diverse Videos von unseren Gebäuden und Sachen oder von der legendären Pumpenstation vom Oberstpfeife. Ja, aber das hier ist halt nochmal echt eine ganz andere Nummer. Einige von euch haben uns hier auf der Spiel zum Beispiel besucht, die haben wir da getroffen, sehr, sehr geil. Oder manche haben es auch schon irgendwie live im Bunker mal gesehen oder was weiß ich, zu irgendwelchen anderen Anlässen. Aber ja, das hier sind im Prinzip eine Menge Teile. Scatter Terrain nennen wir das, keine Ahnung, auf Deutsch Geländeteile, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir hier eine Menge Stuff gemacht, von Barrikaden zu irgendwelchen Munitionsvorratssets oder sowas, kleinen Möbeln, ne? Bei den Wasteland Reports hatten wir dann immer mal irgendwie hier Mülltonnen oder mal so einen Sessel stehen oder so ein Sofa. Den ganzen Stuff, den ihr da in den Videos gesehen habt, das ist alles unseres. Also das haben wir selbst modelliert und gemacht und gebaut. Und wir haben so oft irgendwie PNs gekriegt und Anfragen, vor allem aber auch durch die This is not a test Gruppe in den USA oder in Kanada. Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich von, ich glaube aus Kanada ist die eigentlich. Da haben wir so oft Anfragen gekriegt, boah, fett Junge, wo habt ihr das denn gekauft? Und dann haben wir immer gesagt, ja, haben wir nicht gekauft, haben wir gemacht. Und dann natürlich die Frage, boah, geil, kann ich das haben oder wo kriege ich das oder verkauft ihr das oder macht ihr das? Und da haben wir bisher immer sagen müssen, ja, nee, eigentlich nicht, weil ist halt einfach nur unser Stuff. Aber da wir auch angefangen haben, so ein bisschen mit Gusstechniken zu spielen und weil wir auch einfach zum Beispiel jetzt hier ein Sofa ist zwar schön und gut, aber wir brauchten halt mehr natürlich für unsere Platten. Also sind wir da irgendwie so voll auf diesen Trichter gekommen und haben dann einfach mal Gas gegeben und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, ne? Also kleinen Möbelteilen und so hat es angefangen und dann ging das ganz, ganz schnell weiter und richtig ab. Ja, und weil wir einfach gesagt haben, okay, wenn es ja offensichtlich Leute gibt, die ähnlich wie wir darauf stehen, dass Spieltische eben nicht nur aus 3G-Wege-Ruinen und einer Matte bestehen oder so, sondern die vielleicht auch mal Bock haben, ein bisschen mehr auf ihrem Spieltisch zu haben, dann, ja, dann ist das doch der perfekte Weg, sag ich mal. Also ich meine, klar, ich habe auch schon mal gelesen, auch in den Kommentaren zum Kickstart habe ich gelesen, kann ich da alles selber machen? Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn das jemand selber machen kann, soll er es selber machen, kein Problem. Und man kann eine Menge selber machen, das haben wir auch immer mal in Videos gesagt. Aber, das große Aber, ich sag mal, also bei uns hat es auch eine Zeit gedauert, bis dann Sachen wirklich so sind, wie sie sein sollen, ja? Dauert dann schon eine Zeit und manchmal hat man ja auch einfach nicht so die Zeit oder nicht Bock oder so. Also bei mir ist das zum Beispiel mit den Farben so, hatte ich in den Videos ja oft schon gesagt, ne, dass ich dann gerne diese ganzen, zum Beispiel bei den GW-Farben, dann auch die ganzen Abstufungen mir hole und weiß ich nicht, weil ich eben kein Gas habe, da irgendwie das großartig zu mischen. Dann kaufe ich mir halt 4 verschiedene Rottöne und bla, weil ich will jetzt nicht auch noch Zeit investieren, dann trocknet das aus und hin und her und hampel. Das ist bei mir zum Beispiel so ein Punkt. Da sage ich, nee, warum?
da gehe ich hin, da hole ich mir das und dann ist es auch J. Da gibt es andere, die sagen, oh, Junge, musst du doch nicht machen, holst du dir ein Rot, kannst du mischen hier, 1000 Abstufungen, alles super geil, ist auch viel billiger oder so. Ja, keine Ahnung, mag sein, kann ich nicht, mache ich nicht, ist halt so. Und mit dem Dings hier oder mit dem Gelände ist es, denke ich, dasselbe, ne? Weil wir haben das hier alles aus Resin. Die Teile, die ich hier alle stehen habe, die haben wir alle selber gemacht und auch selber bemalt. Wie gesagt, das sind alles noch Präsentationssachen von der Spiel, die haben manche da eventuell gesehen. Und vielleicht auch in den TNT-Bedwraps, weil hier sind auch auf jeden Fall auch ein paar Teile bei. Also hier die helleren Wasteland-Sachen, die wir dann nur in der Vitrine hatten und nicht auf der 40.000-Platte, die sind direkt aus unseren Spielberichten. Und ja, bevor jetzt jemand anders direkt sagt, oh Junge, da ist aber eine Luftblase oder da fehlt aber eine Ecke oder so, sag ich direkt, ja, ist auch so. Liegt aber auch daran, dass wir den ganzen Kram, also ich meine, hier ist was ausgerissen, das ist einfach, weil es Transport und ähnliche Schäden hatte. Und ich habe auch hier vorhin mal eine Barrikade gesehen. Da ist oben irgendein Teil abgerissen. Da sieht man hier das ungrundierte Zeug noch drunter. Passiert halt, weil wir waren auf der Spiel, wir waren auf der Crisis, wir haben das Gelände schon mal hin und her geschleppt für andere Präsentationen. Ist halt so. Aber, so, hier zurück zum Thema, schon wieder viel zu viel gelabert. Die Sachen, die ihr kaufen könnt oder die auch auf dem Kickstarter sind, die sind nicht von uns selber im Bunker gegossen, denn das kriegen wir einfach gar nicht hin bei so Stückzahlen und so, sondern die werden von Hysterical Games gemacht. Und Hysterical Games ist aus Großbritannien ein Unternehmen, die haben den sehr erfolgreichen Panzerfäuste Kickstarter zum Beispiel gemacht und haben da ein paar super geile Figuren, alles aus Resin, wobei ich glaube, White Metal machen die auch, aber vor allem Resin. Und der Rob, das ist der, der da der Chef ist und der das alles macht und der auch das Resinencasten, naja, erfunden hat das nicht, aber ich sag mal, es gibt, glaube ich, kaum irgendeinen, der mehr Erfahrung im Resinencasten oder im Resinguss hat als er, denn er macht das schon etliche Jahre lang. Der hat auch für Prodos unheimlich viel gemacht und mitgewirkt bei irgendwelchen Entwicklungen und Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall der Typ und das ist die Firma, die den ganzen Stuff produzieren will. Wild, nein, die den ganzen Stuff produzieren wird. Natürlich auch nicht von den Modellen abgenommen, sondern von den Master-Modellen. Also könnt ihr davon ausgehen, dass ihr qualitätstechnisch, wenn ihr hier irgendwie euch was von holt, wirklich auf der absolut sicheren Seite seid. Also da wird nichts mit großartig Luftblasen oder mit irgendwelchen Teilen sein, die fehlen oder was weiß ich. Also ich sag mal, die meisten von euch, ne, aufgrund der 40K-Bedwraps, die meisten von euch werden sicherlich schon mal ein Forgeworld-Modell in den Händen gehalten haben oder sich geholt haben. Und alle feiern immer so auf Forgeworld, aber die Forgeworld-Gussqualität ist teilweise katastrophal. Und da sind teilweise Luftblasen und Sachen drin, das ist unglaublich. Also, sowas wird es hier nicht geben. Definitiv nicht. Das ist auch einer von den Gründen, aber auch, warum wir das hier aus Resin bringen, nämlich, dass wir und mit jemandem zusammenarbeiten. Einmal, damit wir wirklich quasi garantieren können, dass es Top-Qualität ist und zum anderen auch, dass wir diesen Detailgrad haben. Weil ich weiß, viele haben uns auch erzählen wollen auf der Messe, oh, das können wir auch in Hartschau machen oder hier alles gar kein Problem. Aber Leute, mal im Ernst, guckt euch mal so GW-Plastik-Sachen an. Die meisten Sachen sind super geil, keine Frage. Aber wenn ihr jetzt mal zum Beispiel guckt, die alten Ork-Barrikaden, die es damals gab, die waren, glaube ich, nicht mal aus Plastik. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Also Detailgrad und so, Junge, das war gar nichts im Vergleich zu den Sachen hier. Und wenn man andere, wenn ihr euch mal die Plastikbases zum Beispiel anguckt von GW, also ich weiß ja nicht, was die da gemacht haben. Moment, ich habe sogar, glaube ich, eine hier, denn ich hatte überlegt, meine Deathwatch komplett da drauf zu stellen. Aber entweder habe ich da irgendwie schlechte Modelle gefunden. Ja, ich weiß nicht, ob das hier so offensichtlich wird, aber ihr habt hier. Ja, die geht sogar. Es gibt auf jeden Fall welche von den kleinen, wo so Totenköpfe und so drauf sind. Die sind wie abgerundet oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall ist das nicht geil. So. Und ja, Plastik wäre vielleicht eine Option gewesen, aber dann müssten wir wesentlich höhere Stückzahlen und so erreichen. Deswegen kommt alles aus Resin, hochdetailliert, super fein, super leicht zu bearbeiten. Also wenn ihr hier an diesen Teilen nochmal irgendwas abschneiden wollt oder anders modellieren wollt oder irgendwo da ein Stück rausreißen, was korrodieren lassen wollt. Keine Ahnung, ist das alles super machbar. Ich meine, Resin bearbeiten ist ähnlich einfach wie Plastik. Ist schon ganz cool. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Guckt euch die Sachen bitte einfach an auf Kickstarter. Nutzt die Gelegenheit, euch ein Stück Bunker nach Hause zu holen. Wäre mega. So, also
Ne, da setze ich jetzt mal voll auf die Table Fighters Karte oder beziehungsweise auf das Feedback, was wir bekommen haben. Ich weiß, wenn man dann über Preise spricht oder wenn dann irgendwie kommt, boah, Junge, hier 30, 31 Euro, ich weiß gerade gar nicht den Preis für so ein Barrikadenset, das geht gar nicht, das ist ja voll teuer, weil für den Preis kriege ich ja auch schon ein Rhino oder so. Da ist so, ja, kriegt man zwar, aber man muss auch immer gucken, was man da kriegt. Wir hatten zum Beispiel auch welche an dem Messestand, die haben gesagt, boah, geil, finde ich cool, kommt das auch noch in bemalt schon. Wo ich mir denke, ja Junge, so ein Teil so zu bemalen, also das ist jetzt schon nicht hier der höchste Standard oder so, aber wie viele Stunden soll das dauern und was für einen Preis soll man da nehmen? Also das ist natürlich schon mal nicht. Die Sachen kommen natürlich unbemalt und so, wie man das halt kennt von Miniaturen und Zeug und so, ne? Aber ja, wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen Zeug. Das hier zum Beispiel, sowas gibt es überhaupt nicht auf dem Markt. Also aus Resin gegossene, bewegliche hier Mülltonne, ne? Wo man dann auch noch, es gibt noch so ein Inlay dafür, das habe ich hier leider jetzt gerade nicht. DHL, glaube ich, verschlammt, die Spacken. Weil eigentlich war das auch für Präsentation, ist es unterwegs, aber irgendwie ist das Paket weg. Gut, anderes Thema, ich laber schon wieder. Hier gibt es auf jeden Fall noch so ein Inlay für. Oder man kann auch hingehen und kann hier dieses Teil komplett rausnehmen, wenn man das denn kann. Jo, kann man so. Und dann kann ich zum Beispiel hingehen und hier eine Mini irgendwie reinstellen. Dann hat die Deckung. Ja, oder so. Das ist jetzt irgendeine kolobige, komische. Ich weiß gar nicht, was das für eine alte Mini ist. Die habe ich irgendwo vor Bitsbox gefunden. Fand ich geil. Ist aber nicht geil. Aber egal, anderes Thema. Ja, kann man so eine Mini reinstellen, findet die Deckung. Ihr könnt irgendwie die Sachen und Sets kombinieren. Die sind von beiden Seiten modelliert. Also die Seite ist völlig anders als die. Und selbst wenn ihr mehrere Sets nehmt und die aneinander stellt, dann cool. Stadtkampfplatte, Wüstenplatte. Naja, ignoriert das mal, ne? Also von der Bemalung unten. Aber ihr seht das selbst, ne? Ihr könnt das zusammenstellen. Ne? Ihr könnt das dann auch drehen und aneinander stellen. Das kommt alles ziemlich geil. Und ihr könnt auch zweimal dasselbe Teil sogar ganz gut aneinander stellen. Muss ich mal eben gucken, ob ich das Ding hier nochmal habe. Ich habe nämlich vorhin einfach mal alles eingepackt, was ich irgendwie greifen konnte. Denn die meisten Sachen sind, wie gesagt, unterwegs. Okay, hier haben wir zwei. Zweimal den gleichen. Und selbst wenn ihr den aneinander stellt, ja, könnte man hier noch geil durchballern oder so. Das sieht jetzt nicht wirklich aus, als würde sich das so mega wiederholen. Also, keine Ahnung. Kann man mal machen, denke ich. Wie gesagt, es gibt hier noch so ein paar Sachen, die sind nicht ideal bei diesen Güssen hier, weil zum einen sage ich ja abgegrabbelt und so Präsentationsmodelle und zum anderen, wie nennt man das dann so, Vorproduktionsmodelle, Prototypenmodelle. Ja, das sind alles irgendwie die Sachen, die haben wir irgendwie unten im Bunker mal so nebenher irgendwie gemacht, dann bemalt, geguckt. Die sind nicht alle gleich, aber die, die ihr da natürlich kriegt und die da auf Kickstarter sind, die sind alle gleich. Die sind alle super. Da wird es nichts dran zu meckern geben, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt die Tage kommen nämlich die ersten Casts schon an bei uns. Bin ich mal sehr gespannt. Aber ich meine, ihr kennt das von unseren Videos und von unseren Sachen. Und ich meine, ihr kennt den Fall für Jürgen. Ihr kennt mich, da gibt es keine halben Sachen. Entweder ist das geil oder es wird gelassen. Aber nicht hier so irgendwie dann, ja, Also ich meine, wir haben da auch eine Menge Zeit reingesteckt. Wir haben uns die letzten Monate echt hingesetzt und dann immer auch geguckt, wie wir was noch verbessern und machen. Tobi ist dann mit dazugekommen, also Tobias von Kraken Wargames ist dann mit dazugekommen, hat auch nochmal, weil es war auch sehr interessiert, hat dann auch nochmal geguckt. Dann waren wir bei verschiedenen Herstellern und Anbietern, haben uns etlichen Stuff irgendwie angeguckt, was wie gemacht wird, was man vielleicht noch verbessern könnte und so. Haben das immer entsprechend eingebaut und einfließen lassen und naja, ich meine, urteilt selbst. Ich will euch da jetzt nicht so voll labern, habe ich jetzt gemacht. Ihr habt ja das Video geguckt, aber müsst ihr dann schon selber entscheiden. Nur ohne Scheiß. Also, ich finde das geil. Ich finde das Zeug geil, ich bin überzeugt davon, sonst hätte ich das nicht mitgemacht oder irgendwie gesagt, boah, cool, lass das machen. Sondern ich denke, das ist einfach eine ganz coole Sache. Und wir haben das mal ausgetestet bei uns auch auf dem GW-Spielfeld und mit den ganzen GW-Geländeteilen, weil da haben wir ja auch irgendwie etliche von. Wenn man jetzt hingeht und man nimmt sowas hier und stellt das genau in die Ecken von so einem GW-Gebäude oder so, Alter, das ist mega. Denn das verbindet das Gebäude direkt mit der Platte
Und wenn ihr dann sogar auf einer Gaming-Mat spielt, also hier auf einer Krakenmatte zum Beispiel, dann ist halt auch geil, weil die Teile halt unten alle flach sind, ne? Die könnt ihr super geil hinstellen, die könnt ihr verschieben. Und wenn ihr kennt das vielleicht selber, zum Beispiel auf der Warzone City, da habt ihr so Bereiche, wo ja so Grundrisse sind von hier, wie heißt von Gebäuden, die irgendwie abgerissen sind, also keine Ahnung. Da fährt man oder läuft man mal leicht drüber so mit so einem Mannequin und behandelt das gar nicht wirklich wie unwegsames Gelände oder so. Aber wenn ihr ein, zwei von diesen Dingern mit dahin stellt, also jetzt nicht den, weil der wieder in Wüste natürlich ist, haben wir hier nicht nochmal ein bisschen für was für 40k? Ja, okay, Marlene, der ist für 40k. Wenn ihr sowas dann dahin stellt, dann, gute Barrikade jetzt hinstellen ist völliger Blödsinn. Aber wenn ihr hier so kleine Teile nehmt und die da hinstellt auf so ein Feld, dann ist völlig klar, okay, da kannst du nicht einfach drüber laufen. Das ist wohl unwegsames Gelände, musst du einen Geländetest machen oder so. Ja, und ja, das ist halt ganz geil. Und wo ich das gerade hier hatte und wo mir das mal aufgefallen ist, ihr seht ja, der hier ist jetzt im Prinzip genauso bemalt wie das Teil. Also so gleiche Style, so ein bisschen hier auf Rost und bla. Aber unten diese Umrandung ist ja hier so gräulich-bläulich gemacht und hier halt Wüste, ne? So Waste. Und ja, im Prinzip gleichen Teile, alles in einem Rutsch bemalt und dann mit, ich sag mal, echt Minimalaufwand die Dinge angepasst auf eine andere Matte. Also wenn ihr echt eine Spielmatte habt, dann könnt ihr über dieses Base-Umrandungsgedöns, sag ich mal, super easy die Sachen auf eure Matte anpassen. Oder ihr könnt sogar, wenn ihr die jetzt, weil ich weiß ja nicht, mit wie viel Matten ihr spielt oder was ihr da alles so habt, aber wenn ihr euch jetzt so eine Wüstenmatte oder zum Beispiel für, ist es noch der Test oder so ein Wüstensetting macht und ihr baut euch so ein ganzes Set und zockt da ein ganzes Jahr und boah, geil, hier alles auf Wüste und so und dann seid ihr aber irgendwann mal wieder voll auf dem 40k-Trip oder sagt irgendwie, boah, Alter, ich muss das mal für den roten Marsplaneten machen oder was weiß ich. Dann müsst ihr jetzt nicht dieses ganze Ding da neu anmalen, sondern ihr könnt einfach mit der Airbrush hingehen, hier so ein bisschen leicht drüber nebeln und machen, dass es hier unten halt so rötlich wird und dann ist da, also oder in den Farbton, wie halt eure Matte oder Platte ist, und dann ist das perfekt angepasst, das ist gar kein Problem. Ja, Leute, ich habe jetzt schon wieder irgendwie wesentlich länger gelabert, als ich eigentlich zuerst vorhatte, aber ich denke, ihr habt zumindest jetzt mal ein paar Sachen hier etwas aus der Nähe gesehen, etwas detaillierter gesehen und mal was dazu gehört. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, schreibt gerne in die Kommentare, schreibt mich direkt persönlich an, schreibt mir auf Facebook oder schreibt auch den anderen Leuten irgendwie auf Facebook, also weiß ich nicht, hier Kraken Wargames direkt anschreiben, Tobias Dröschel anschreiben, Phil Meyer anschreiben, Harkness Jack anschreiben, auf Facebook jetzt alles, ne? Denn das sind wir, die wir hier maßgeblich irgendwie das gemacht haben, beteiligt waren. Und deswegen, dann erzählen wir uns euch auch noch was dazu oder beantworten eure Fragen, sofern uns das halt möglich ist, ne? Ansonsten guckt auch auf den Kickstarter, also auf die Seite. Denn ihr müsst bedenken, wir tun jetzt unser Möglichstes, um das Zeug hier irgendwie auf den Markt zu kriegen. Wir werden auch einen Online-Shop starten und haben, wo man die Sachen dann auch später nochmal kaufen kann, auch einzeln kaufen kann und so. Aber das wird dann natürlich wahrscheinlich nicht ganz zu dem Preis möglich sein, zu dem ihr die Sachen jetzt auf dem Kickstarter kriegt. Und die Sets wird es auch teilweise so nicht geben. Also wäre schon sehr geil für euch und natürlich auch für uns, wenn ihr uns schon auf Kickstarter unterstützt. Und ja, da wird man einfach mal sehen, was man da machen kann und was man vielleicht auch noch freischaltet, weil wir sind ja ständig dabei, neuen Stuff irgendwie da reinzuknallen und nachzuschieben und weiter zu designen. Nur wir müssen halt immer gucken, wie es mit der Zeit und so passt. Deswegen pusht das noch ein bisschen, holt euch euren Stück Bunker nach Hause, ja. Wenn ihr da Bock drauf habt, auch klar habt ihr Bock da drauf, macht das einfach mal. Und ja, dann keine Ahnung, wäre geil, wenn man mal, ich sag mal, Bunker-Terrain auch bei euch sehen würde. Und dann am besten ein Bild und unter die Kommentare, nein, in die Kommentare posten, das wäre fett. Ja, keine Ahnung. Also, ne? Nochmal auch an die ein riesen Danke an dieser Stelle, die zum Beispiel auf der Spiel bei uns waren, denn da waren einige, die sind extra gekommen wegen dem Herrn Pfeife und mir. Ne? Wir haben immer aufgerufen, hier geil, Tablefight, das hier kommt vorbei, könnt euch mal angucken, auch mal ein bisschen labern und so. Da gab es echt einige, fanden wir mega, war richtig geil. Und wir haben auch geschaut, dass wir das Feedback, was es gab von der Messe, noch möglichst aufgenommen haben. Wir haben auch noch ein paar Teile hier und da verändert und angepasst. Na, deswegen sieht man jetzt hier nicht, weil das sind die Teile, die wir auf der Messe hatten.
Aber wir haben noch mehr als das, was hier ist, ne? Weil ich eben nicht mehr alles hier habe. Und wir haben auch was völlig Neues. Das hier gab es zum Beispiel auf der Messe noch gar nicht. Ja, und deswegen, danke, ne, dass ihr da wart. Danke, dass ihr uns das Feedback gegeben habt. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Gelegenheit, sich Stuff zu holen, noch zu backen. Der Kickstarter läuft noch ein paar Tage. Link habe ich auch irgendwie unter das Video geschrieben und möglicherweise ist er auch hier oben irgendwo eingeblendet. Wenn ich daran denke, in 20 Minuten, okay, gut, ja, ich guck mal und blende den gleich mal irgendwie nur ein. Ja, und dann guckt euch das einfach mal an. Da sind auch noch mal ein paar geilere Fotos, wo ihr alles genau gucken könnt. Da sind auch noch mal Infos. Wir haben schon ein paar Updates gepostet und so. Und ja, ein paar Tage sind noch Zeit. Also haut rein, guckt euch das mal an, unterstützt uns, wäre mega und gebt uns mal entsprechendes Feedback. So, und in diesem Sinne bin ich jetzt erstmal raus und ja, dann gucken wir auch mal, weil der Pfeif und ich, wir sind ja so heiß, wieder mal endlich eine Runde Wasteland hier zu zocken, dass wir demnächst mal wieder ein Bedtrap machen und vielleicht auch mit dem ganzen Terrain und so, wenn wir das bis dahin wieder haben oder Neues haben oder so, mal gucken. Und ja, gucken wir mal, dass wir wieder mal einen geilen Bedtrap machen für euch. Ja, ansonsten sage ich mal in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö!